Herzlich willkommen und guten Tag. Wer hätte das gedacht, hätte ich fast gesagt, aber das ist der falsche Kanal. Was mache ich hier? Wir sind mal wieder auf dem Weg, etwas Tolles zu bauen. Mein bester Freund und Kollege Tobias ist noch auf dem Weg zu mir, denn heute geht es um das Haus der Simpsons. Die Familie Simpsons, wer kennt sie nicht? Eine seit Jahren auf ProSieben laufende Serie, was allerdings wenige wissen, sie hat auf dem ZDF damals angefangen. Aber darum soll es heute nicht gehen. Heute geht es tatsächlich um dieses schmucke Haus. Wir werden es zusammenbauen, wie immer, in Echtzeit. Und auch wie immer wird es dann im Nachhinein einen kleinen Zeitraffer geben. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Aufbauen. Mein Kollege müsste gleich kommen. Ich wollte nur dieses Video schon mal vorab machen. Und wisst ihr Bescheid, ne? Also, gleich geht's los. Mit den Simpsons, yeah! So, hallo meine Freunde, wie angekündigt, mein Freund ist hier. Hallo. Und heute geht es um Homer Simpson. Nein, es geht um das komplette Haus, es geht um die Familie. Aber erstmal müssen wir gucken, wie wir die Packung aufkriegen. Gibt es da irgendwo... Ne, müssen wir einfach mit brachialer Gewalt rangehen. Sprich, mit Schädel. Ja, die... So die Seitenflügel, ne? Also das ist wahrscheinlich erstmal nur ein Unpacking statt ein Let's Build hier. Das ist dann übrigens die inoffizielle Fortsetzung des Turms von Orta. Wisst ihr Bescheid, wer den noch nicht gesehen hat? Reingucken, ja. Reingucken. Das ist alles verlinkt. Ich werde das auch wegverlinken. Geht das schon auf? Ja, nochmal schauen. Ach nein, da, ah. Kannst du dann ausschütten. Ah, ausschütten. Das wird genossen. Schüttel doch nichts aus. So, nicht nummerierte Tüten will ich nochmal anmerken. Oh. Die sind schon jetzt nicht nummeriert. Das ist Lisas Zimmer. Ja, wegen Rosa oder was? Anja oder Maggies Zimmer heute nicht. Anleitung. Ganz ich hol mal kurz alles raus. Das war ich. Oh ja. Im Orteng hatten wir drei Höfe und hier haben wir zwei. Auch drei. Auch drei. Also ich vermute, es wird etwa dasselbe sein. So von der Größe her und so von der Dauer. Also laut Anleitung sind da mehr Teile drin, also wir werden sehen. Oh Gott. Aber so. Diesmal nicht so viel zu kleben. Ganz nee, ehrlich. Das darfst du auch wieder machen. So, Karton ist leer. Das Haus ist also schon hier. Das seht ihr sowieso nicht mehr. Was ist die Wissen? Aber wenig Tüten. Weniger Tüten, ne? Weniger Tüten. Es ist wahrscheinlich wirklich mehr Kleinscheiß. Denke ich aber auch dann. Ja. Weil, also Tüten sind hier sieben, glaube ich. Ist das die eins schon? Sieben, ja. Sieben Tüten. Oh, das wird ein kurzes Let's Build. Oh. Sag das nicht. Sag das nicht, nein. Jetzt muss ich nur mal. Ach, da ist die Eins. Okay. Es gibt auch hier wieder diesen Burschen hier. Wir haben uns ja letztes Mal drüber unterhalten, ob das sinnvoll ist oder nicht. So ein Teil, um Steinchen wieder auseinander zu friemeln. Also ich finde das Teil toll. Ich finde es toll. Ich finde Fingernägel schöner. So, ach, das ist Homers Auto. Ach so. Das heißt, wir fangen an mit Homers Auto. Ja, cool. Zwei ist die Garage, das ist so ein bisschen gestaffelt alles. Wir werden euch das, wenn das fertig ist, nochmal im Kompletten zeigen, wie letztes Mal auch. Tüte 7, ja, da kannst du so sehen. Das war dem Turm vom Orkan auch. Ja, das war beim Orkan auch. Ich kann nicht mehr so, ist auch schon ein halbes Jahr wieder her, ne? Echt schon? Ui. Halbes, dreiviertel Jahr. Ui. Tütchen 1. Sehe ich das richtig? Gehe ich jetzt von aus. Richtig. Das ist Tütchen 1. Ach, das ist auch eins. Oh. Nicht so wie beim Orteng, wo wir es immer vergessen haben. Ja, ich wollte gerade sagen. So, ich hole euch mal eben ein bisschen näher ran, dann könnt ihr auch ein bisschen mehr sehen. So, recyceln. Ja, genau, unser Recycling hat sich eröffnet. Homers Kopf! Der sieht ganz verträumt aus, guck mal. Der träumt bestimmt gerade von Donuts, oder so. Ich weiß nicht, ob man es jetzt sehen kann. Recycling, genau.
Wie gut, dass unser gelbe Sack nur das nächste Woche abgeholt wird. Ja, das ist. Oh Gott, diese kleinen Töne. Die kleinen Töne. Oh, Bart ist auch schon dran. Bart ist auch schon dran. Bart, Bart. Eher gesagt, dein Kopf ist drin. Ich bin auf Maggie gespannt, muss ich ehrlich sagen. So. Das waren jetzt die Töten. Oh, du hast auch schon den Buschen hier. Ja, deswegen so viele. Also, wie Tobias schon sagte, laut Anleitung hat es mehr Teile wie der Turm von Ortank, aber so wie es aussieht, sind es wirklich mehr kleine Sachen. Ja, das sind wirklich Sachen. Es ist wirklich schwer abzuschätzen, wie, ob das dann länger dauert oder schneller geht, das kann man so gar nicht sagen. Werden wir sehen. Das werden wir sehen, genau. So, hier suche ich mal schon mal den ersten Stein raus, den ich so brauche. Das wäre dieser Bursche hier. Ich baue mir ein Simpsons Ei. Ich baue Bart und Homer. Ich bin ja mal gespannt, ob es nochmal einen zweiten Kinofilm geben wird. Ich glaube es allerdings nicht. Ich glaube auch nicht. Obwohl der erste gut angekommen ist. Ich habe ihn auch hier. Muss ich haben, wenn ich schon alle Staffeln sammle. Ich bin dabei, die DVDs mitzuzulegen. War jetzt im Angebot bei Punkt, Punkt, Punkt. Und nein, ich meine nicht Amazon. So, jetzt habe ich es gesagt. Nein, das meine ich wirklich nicht. Ein lokaler Laden. Den haben wir dann mal supported hier. Ist doch cool. Ja, für einen 10er pro Staffel. Da kannst du nicht sagen. Jetzt habe ich die 1 bis 10 habe ich jetzt komplett. Achso. Ja, ja, ja. 1 bis 10 schon? Nein, die Staffeln auf DVD. Achso. Ich bin jetzt gerade hier diese Sachen suche ich gerade. Ich weiß noch nicht genau, was das ist. Ja, das sind diese schwarzen Platten. Dann diese hier. So. Diese okay. Dann wird das der Kühler gehören. Ganz filigran wird das heute, im Gegensatz zum letzten Mal. Wobei, die Zimmer waren auch schon sehr detailliert. Die Zimmer waren sehr, sehr detailliert. Ich sehe die Videos hier öfter als du, dadurch, dass ich das ein bisschen manage. Hast du übrigens nicht mehr geliked, ne? Wollte ich nur mal drauf tadeln jetzt. Ich hab die aber geteilt, doch. Nein, das hätte ich gesehen. Habe ich wirklich auf Lego. Aber ja. ab 7, 8 oder so hast du es nicht mehr. Doch, habe ich wirklich. Habe ich wirklich. Ja, 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 ja. Kann ich dir beweisen. Hier sind die anderen beiden. Weil normalerweise müsste ich das sehen. Das müsste so aussehen. Guck mal nach. Guck mal nach. Weil ich habe wirklich geteilt nochmal. Ich hatte mich nämlich schon gewundert. Nee, das habe ich schon gemacht. Da kommt noch die erste Kleberung. Ja, das ist dein Part. Mit sowas bin ich nicht so geschickt. Das heißt, den Orangen hast du. Okay. Genau. Aber was kommt da drauf? So ein Nummernschild? Gute Frage. Da ist keine Zahl drauf. Da ist gar nichts drauf. Hast du denn sowas da ohne irgendwas? Die Property of Netflix. Das ist der Grill, Leute. Wir bauen gerade den Grill. Ja, da steht er sogar. Das ist der Grill. Das ist der Grill. Und ja. Der gehört sogar Flenders. Der gehört Flenders. Ja, deswegen konnte er auch so einen Kleber drauf, der darauf aufmerksam macht. Und immer wenn er fragt, Leute, könnt ihr mir einen Grill leihen, sagt Thomas, ich hab keinen. Beziehungsweise mit einer Schleifenmaschine haben sie es gemacht. Und dabei hat er sie so unter den Füßen. Kannst du mal kurz draufstecken? Ich bin gerade mal beim Deckel zugange. Was dürfte da? Achso, den Grilldeckel, ja. Ja. Das ist ein richtig guter Barbecue-Grill. Hat auch nicht jeder. Ja, Ned Flanders hat ja. Man kennt ja auch diese eine Folge, wo er die Tür aufmacht und dann alles von Ned Flanders drin ist. Ja, ja, genau. Ich hab nichts. Genau. Sehr witzig. Wo wir das gerade ansprechen, das hat zwar damit nicht viel zu tun, aber es gibt eine Folge. War das nicht sogar Marge oder Homer stand mit der Bratpfanne vor Ned Flanders Tür und er sagte, du willst mir doch jetzt keiner rüberziehen. Bam! Das war so eine ganz irre Situation irgendwie. Dann kannst du den Deckel auch drauf machen. Ja, ich bin mal hier an den Seitenteil. Ja, fummel du mal. Hier scheint es wirklich viel zu fummeln zu geben. Das Lenkrad ist auch schon da, aber das brauchen wir noch gar nicht. Ja, sieht ja schon mal schön aus. Ja. Ach, andere Seite auch. Ja, die Plattform habe ich schon, nur das Seitenteil, dieses komische. Was ich auch hatte hier, dieses hier ist was. Ah.
Das ist das. Ich habe das auch gehabt. Ach, da kommt noch so ein Punkt vor. Ja, ja, richtig. Deswegen sieht das so merkwürdig aus. Und wir sind da auch bei. Echt? Ja, da. Ja, gleich. Guck mal. Och, wie süß. Kleine Wiener. Ja. Wie süß. Authentisch. Ja, genau. Wie denkt euch? Vor allem, eine Wurst ist genauso groß wie der ganze Grill. Na. Ja, fast. Das ist der Grill. Wir haben den Grill fertig. Ein Teilerfolg, möchte ich behaupten. Hä? Es kommt genauso an der Seite, oder habe ich das verkehrt gemacht? Ja, aber ich glaube, du hast das. Ich blätter mal zurück. Nicht drin. Müsste ja nicht zweimal dasselbe sein, oder? Ja, ja, schon, aber. Jojo. Wenn ich das so dran mache wie der andere, dann hast du es. Ja, dann steck's halt um. Kann alles passieren. Siehst du? Guck. Ach so, das kommt so hin. Ah. Heute hat Tobias den durchs ich nicht so. Ich muss sagen, meine Augen brennen ein bisschen. Oh. Weil wir gestern auf Lichterfest waren. Beziehungsweise ich war da, meine Mutter hat dort ehrenamtlich was gemacht. War aber gut, ja. Ich kann ja nachher mal ein paar Fotos zeigen. Wahnsinn. Also es ist im Bergentalpark in Soest, falls das jemand sagt, wahrscheinlich was nicht. Ein kleiner Park sozusagen, mhm. Grünanlage und in jeder Ecke leuchtete irgendwas irgendwie. Und Mutter steht ja auch so auf Lämpchen und so und habe ich wirklich versucht, alles einzufangen. War aber cool, also war einiges los. Letztes Jahr soll zwar mehr los gewesen sein. Da, da kommt auch ein Kleber drauf. Ja, ja, ich wollte es dir nur vorstellen. El Barto. El Barto, genau. Sogar mit, wie sagt man, Graffiti. Ja, genau. Sprayed. Mit gesprayt. Graffiti geklebt. Genau. Ja, cool. El Barto. Es ist aber auch bunt, meine Güte. Das wird sehr bunt, ja. Das wird sehr farbenfroh. Super bunt. Aber ich, ja, das Schwarz hatten wir auch genug mit ja. Ja, ja. Da muss ich sagen, war die Tischdecke unterzulegen, aber auch eine gute Entscheidung. Eine sehr gute, ja. Sonst hätte man da nicht viel gesehen. Jetzt wird das Auto gebaut. Ja, fertig. Von wegen. Ne, so schnell geht das ist, nicht. Ist eine spritsparende Maschine. Ich hoffe, ihr macht euch jetzt alle so richtig. Es geht mir viel zu schnell gerade. Kommt das noch hier drüber? Ja, wirklich. Interessant. Und dann kommen die, die ich schon bereitgelegt habe. Kommt das hier drauf? Da kommt das drauf. Und die drei Grauen kommen hier oben. Da oben drüber. Cool, ich kann Lego bauen. Hey! Ach so, ja, dann mach ich die Rückseite, würde ich sagen. Ich mach. Oder? Das ist die Achso. Ja, das wird hinterher zusammengesteckt. Ich dachte. So sah Humas Auto aus, bevor es das Werk verlassen hat. Aber ich kann die Reifen schon mal zusammen machen, das ist ja offensichtlich. Na, ob das so offensichtlich ist. Hallo? Ja, hallo. Die guten Pirellis sind das. Natürlich. Wobei man muss aufpassen, wie rum man sie reinsteckt. Das ist in der Tat wahr. Das ist wirklich eine gute Frage. Wie rum kommen die so, dass das. Ja, doch. Habe ich ihn schon falsch rum, siehst du? So schnell geht das. Nein, hätte ich mal nichts gesagt. Hä? Ist das gewollt? Was denn? Oder ist das noch von der Fabrikation? Das ist von. Das ist nämlich hier nicht mehr. Doch, die. Vielleicht von Maggie, so. Den kriegt ja auch noch einen Wagen. Diesen Maggie Kinderwagen. Den Kinderwagen. Maggie braucht keinen Wagen. Die kriegt einen Einkaufswagen. Ja, eigentlich müsste ein Einkaufswagen dabei sein. Schon. Ja, in einer Folge haben sie auch mal gezeigt, was an der Kasse gescannt wird. Wenn richtig. Also da wird ja gesagt, das ist die Zahl, was in, was war das nochmal, was ein Amerikaner so verbraucht im Jahr oder so, irgendwas so, was war das? Mhm. Das haben sie mal auch erklärt, was die Zahl bedeutet, die da immer angezeigt wird. Ja. Gibt ja immer wieder mal kleine Specials von den Simpsons. Sehr häufig Halloween-Specials.
Ja, das stimmt. Auf Horror. Die sind cool, die gibt es ja sogar auf einer extra CD. Ja, was Blödsinn ist. Was Blödsinn ist, ja. Also für alle, die es noch nicht geschnallt haben, die extra DVD-Folgen finden sich auch alle in den Staffeln wieder. Die braucht man nicht doppelt kaufen. Richtig. Auch wenn es im Regal schön aussieht, aber es kostet ja alles ein halben Geld jedes Mal. Und wenn man sich überlegt, dass man manchmal Staffeln für einen Zehner kriegt und selbst da 4 Folgen 10 Euro kosten, ist das, Entschuldigung, Bullshit. So. Ist ja auch. Und die Welt wartet auf Staffel 17. Ach, das ist der. Wobei die Staffel 20 ja schon draußen ist, merkwürdigerweise, aber es kam durch das Jubiläum. So, jetzt ist das Hinterteil. Ja. Weiter? Quatsch, darf hier noch. Unglaublich, ich wollte mir halbfertige Ware anbieten. Das Rosa hat noch gefehlt. Fertig oder meinst du nicht? Doch, die Rosa. Ja, doch. Jetzt sieht es so aus wie auf dem Bild. Na, wenn es weiter nichts ist. So. Ein bisschen Karosserie gefällig. Dann gucken wir mal weiter, was hier so geht. Ich würde sagen, sowas geht und sowas geht. Dann kommen diese komischen grauen Dinger. Ach, das sind 4 einzelne. Das sind 4 einzelne. Sehr schick, sehr schick. Ja, doch, so. Naja, 2 habe ich noch hier. Ja, ich gucke nur wegen mehreren Abstand. Ah, einfach mal drauf. Das ist falsch. Oder? Was? Obwohl, nee, das ist falsch. Von... Verdammt. Ja, da Tobias ja so ein Freund ist, die Dinge wieder auseinanderzubauen. Aber dann findet es das Sehen ja nicht. Nee, also das ist doof. Für die Abgeflachten nutzt es nämlich überhaupt nicht. Das ist wahr. Also ich habe keine Fingernägel. So, ich mach dich mal kurz nochmal ab. Das bringt ja nichts. Genau, von hinten aufzäumen, das fällt. Ja, passiert. Ach klar. Das ist ja schon mal passiert. Spätestens beim TÜV wäre es aufgefallen. Ich kann ja schon mal hier das Skateboard. So, das heißt, das kommt nach hinten. Was soll denn da drauf kommen? Da sitzt sie drauf oder kann man die dann da drauf setzen? Das kann auch sein. Ich frage mich sowieso, warum die so viel mit dem Auto fahren. Das scheint alles immer so nah zu sein. Ja, das stimmt. Also Moos vor allen Dingen, das ist so eine Ecke. Aber er fährt ja immer mit dem Auto hin. Es gibt ja Folgen, da geht er 2 Meter und ist drin. Richtig, ja. Und andere Folgen, da fährt er 5 Minuten durch die Gegend. So, habe ich jetzt einen... Ah, ich bin auch so ein Depp. Was denn jetzt schon wieder? Ich hab den Burschen vergessen, ja. Der kommt da noch dazwischen. So, den kann ich drauf lassen. So, der kommt dahin, der dahin, dann kommt der dahin. Der dahin, wolltest du den flachen? Genau. Der kommt dann hier hin. So, jetzt sieht's aus wie ein Auto. Das war ja auch. Nee, tatsächlich. Das ist schon sehr ausgeklügelt, muss ich sagen. Lenkrad hatten wir schon gesehen. Das kommt... Ah, daneben. Perfekt. Ja. Dann kommt der Bursche hier drauf. Was haben wir da? Die Steuerung. Kann ja schon mal das hier bauen. Ja, das wäre ja auch als nächstes dran. Also man kann den Wagen schon lenken. Haha. Sind bloß keine Lenkstangen drin. Ich hatte mal so ein Lego-Technik-Auto, so ein großes, wo man richtig so Motorblock und alles, immer wenn man den Wagen bewegt hat, war da so eine Art Antrieb drin und da haben sich die Motorblöcke und die Kolben so bewegt. Das war schon cool. Aber irgendwann als Kind habe ich mir gedacht, nee, das Geld ist mir dann doch wichtiger. Und dann habe ich es leider abgegeben. Heute bereue ich es so ein bisschen. Aber ich hätte auch gar nicht mehr so viel Platz dafür. Da steckst du mal drauf. Achso. Und dann hier zwischen. Ja. Das ist dann die Kupplung. Auch cool. Interessant. Ja, bitte mal. Da wird sogar gezeigt, welche man nimmt. Da gibt es unterschiedliche. Scheinbar. Also
die dann. Nee, die sind ja alle gleich, gleich aus. Wollte ich gerade sagen, ne? Weiß nicht, warum die ein Verbot steht. Ach, die anderen haben diese Kante hier unten nicht. Siehst du? Ach so, diese Kante. Hm. Und wir müssen die mit Kante nehmen. Nicht die ohne. Nee, die mit. Die ohne. Die ohne musst du nehmen. Genau andersrum. Die ohne, da ist noch einer. Und die kommen hier drauf. Da ist auch noch einer. Ist mit Kante, mit Kante. Brauchen eh nur zwei. Ja, ich sortiere die schon mal. So, und dann brauchen wir die Busch noch. Ich komme jetzt mal kurz rüber. Tut das. Genau. So, das ist wieder mal total vermutzt. So. So, gar nicht so einfach da hinten, um vorne zu unterscheiden. Ich komme die drauf. Mit der Spitze nach unten. Zwei. Ich hatte noch gerade noch einen davon. Wovon? Von diesen Engen hier. Von denen hier. Okay. Hier runtergerutscht jetzt. Ich sehe jetzt keine. Ah, hier ist noch einer. Aha. So schnell geht das. Das habe ich nicht damals meine Zimmer nach irgendwelchen Steinchen abgesucht. Schubladen habe ich ausgeräumt, weil ich dachte, die wären dahinter gerutscht. Alles Mögliche. Immer mit dem Spruch im Kopf, wer sucht, der findet. Und also die vier habe ich schon mal vorbereitet. Wo kommen die denn dran? Also die. Ah. Die vier. So, dann zweimal mit Kante. Noch nie habe ich Humas Auto so detailliert gesehen. Ja. Jetzt bauen wir es ja sogar selbst zusammen, ne? Ja, das. Achso, die mit Kante. Ja. Ne, ist richtig. Bin gespannt, ob man ihn auch reinsetzen kann. Ich denke schon. Bestimmt. Hallo. Ja, doof, wenn nicht. Hier ist ein Auto, passt aber nicht rein. Verdammt. Muss Homer erst abnehmen. So, da ist irgendwas. Ach so, das war ein Konstruktionsfehler unsererseits. Nein. Ja, der war da drauf, aber gehört da nicht drauf. So. Bam. Chiki, chiki. Ja. Ich will nichts verpassen, ich muss aufpassen. Da. Du bist ja jetzt da. Bei dem mit. Ja, nee, nur, bei dem. Nur dieser so. Busch hier fehlt noch. Und zwar kommt der nach so. Das ist der Sitz. Meinst du? Ja, sieht so aus. Könnte sein. Oder Rückbank. Rückbank, Rücksitz. Man weiß es noch nicht. Dann dürfen wir noch gespannt sein, was das wird. Da, wollte ich sagen, er hatte schon in der Nähe. Dann passen nur noch diese zwei. Genau. Die kommen jetzt endlich hier vorne drauf. Achso, das ist schon. Hier gibt es wohl noch mehrere davon. Also, die habe ich schon mal hier vorbereitet. Ah, die leuchten. Die leuchten. Die leuchten, die leuchten. Jetzt weiß ich auch, wo der herkam. Der war nämlich hier oben drauf. So. Ja, dadurch, dass ich es vorhin verkehrt hatte. So. Passiert. Darfst aber nicht. Wieso hast du vier gemacht? Ach, da. Zwei, ja, ja. Zwei Lichter und alles. Zwei, die da. Ja, ja, jetzt habe ich es auch gesehen. Ein Auto hat keine vier Lichter. Doch, vorne und hinten. Ja, ja, gut. Map. Map. Ja. Ja, herein. So, die beiden. Oh, ich darf wieder kleben. Ja? Ja. Nummernschild oder? Ne, das ist kein Eigentum von Flanders, oder? Das Auto? Nein. Das hat so einen roten. Ja, so. Was Rotes. Was Rotes. Keine Ahnung, was das da ist. Ich hätte jetzt gedacht Nummernschild, aber. Nummernschild ist das nicht. Nummernschild ist es nicht. Ah, bricht alles zusammen. Sieht aus wie so ein CD-Radio oder so. Ach, vielleicht ist es ja sowas. Aber an der Seite? Ne, das kommt ja vorne auf, ja. Ja, das ist. Guck doch mal nach draußen. Nein. Guck doch. Nein, das kommt hier vor. Und dadurch, dass der Stein so liegt, hast du es in. Stimmt. Also es ist doch so ein CD.
Ja, würde ich auch mal so sagen. Und irgendwas habe ich schon wieder übersehen hier. Wieso? Weil ich die nächsten Steine, so wie sie da angegeben sind, nicht drauf kriege. Weil ich hier noch was zwischen... Oh, Türchen auf. Kann ich mal meinen Finger nicht da rein. Ein Boy noch. Was denn? So einen in einen. So einen in einen. Bist du sicher, dass du das brauchst? Würde ich doch so sehen. Warte mal. Da. Da ist ein einer und da. Ja, genau. Zwei Stück, ja, schon richtig. Wobei. Die ist hier unten, da ist hier unten, da ist hier unten. Okay, habe ich irgendwas falsch gemacht? Lass mal gucken. Da unten ist einer, da unten ist einer. Ich habe keine einer mehr. Sind die hier oben drauf falsch? Ja, sicher. Warum habe ich die denn da drauf gemacht? Weiß ich nicht. Oh, hast du dich einfach verguckt? Wahrscheinlich. Habe ich sogar noch einen über. Wer weiß, wo der ist. Komm noch. Merkwürdig. Schon der Bohren drin. So früh am Anfang schon. Schon beim Autobau. Schon beim Autobau. Oh, die Folge hat auch drastisch über Länge. Wie? Schon bei 25 Minuten gleich. Echt? Ja. Ui. Das sieht nicht schlecht aus, ne? Wenn man sich das... Doch, das passt. Radio ist drin. Wenn man das sehen kann, das aber hier. So, Kühlerhaube. Aha. Ich lasse das jetzt aber trotzdem laufen. Machen wir das in den zwei Teilen, oder? Nein, ich lasse das durchlaufen. Okay. YouTube schenkt uns ja massig Speicherplatz, das ist alles okay. Dann ist gut. Weil, wenn ich das jetzt noch teilen müsste, dann, ich wüsste auch gar nicht wo, weil wir haben ja auch keinen Abspann oder so, kein Hallo und Tschüss gesagt. Stimmt, ja. Das gehört ja schon mit dazu irgendwo. Und so kann ich sagen, wir haben in dieser Folge das Auto gebaut. Komm her mittig. Ach, die sind auch wieder einzeln. Ah, diese Dinger sind das. Aber einige, also es sind doch bei diesen Bauten sehr viele Spezialkonstruktionen von Lego drin, denke ich. Das sind keine Standardsachen mehr, würde ich jetzt behaupten. Da behaupte ich gerne mit. Ja, war beim Turm, glaube ich, auch so, dass viele Steinchen da drin waren, die einfach nicht mehr zum Originalset gehören. Jetzt muss ich aber... Ach so, der kommt hier wieder. Ah, ich drehe das immer um, deswegen. Nee, der kommt davor. Ich habe ja nur das Nummernschild beklebt. So, die Frage für die Nerds. Was bedeutet 1PHL07? Ich glaube, das hat tatsächlich eine Bedeutung, das Nummernschild. Wie bei den Simpsons so vieles bei einer Bedeutung hat. Philosophie. PHL. Philadelphia. Oder Philadelphia. Wobei Philadelphia ist ja eine Stadt, ne? Da gibt es ja auch immer Spekulationen, wo liegt Springfield? Ja, richtig. Aber das haben sie irgendwann tatsächlich auch geklärt. Echt? Dass es ein Original-Springfield geht, an dem sie sich orientiert haben. Das ist richtig. Sie sind ja, da kommen auch viele Touristen hin. Ja. Das habe ich auch gerne geguckt. Aber eigentlich haben sie es ja so genannt, weil es sehr viele Springfields in Amerika gibt. Ach so. Und dann, wenn sie jetzt Washington genommen hätten oder so, wäre doof. Das wär, hätte auch irgendwie auch nicht gepasst. Also. Hm. Von daher kann ich das schon nachvollziehen. Und Springfield ist ja auch ein recht neutraler Name. Das stimmt, ja. Es sei denn, die Stadt ändert doch nochmal ihren Namen von Springfield in Seinfeld. Das kommt dann da dran. Der Kofferraum. Ach, den kann man sogar aufmachen. Ups. Nein! Der Wagen kommt ja nie durch den Tür. Du Mutter Güte.
Ja, der ist nur hier unten. Muss genau dieser. Ach, da, genau, da andersrum. Ja. War jetzt mal ein Fehler. Echt mal. Die Tür ist auch kaputt gemacht. Das ist schon cool. Ein Kofferraum benutzen sie doch eher selten. Ja, stimmt. So, einmal Antenne. Ja, Radioantenne, genau. Den Rest hatte ich hier gemacht. Hier ja, ach, das Nummernschild hast du schon. Ja, 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 alles schon erledigt. Oho. Es geht voran. Rücklichter. So, da kommen schon die Scheiben drauf. Oh, zwei. Alter, wir sind so doof. Warte mal, stopp mal, stopp mal, stopp mal. Wieso? Du hast die Scheibe falsch, oder nicht? Nee. Hast du hinten auch noch einen Schein? Du hast vorne die Scheibe nicht, ja. Du hast ja vorne das andere. Ja, ja, ist richtig. Ich bin nur gerade überlegen, wo dann die Antenne hinkommt. Nee, so eben nicht. Das muss... Du hast die Türen falsch rum. Das ist der Punkt, genau. Ich wollte gerade sagen, was stimmt da doch gerade nicht? So. Oh Gott, dann setz die Scheibe mal ein, dann passen auch die Türen. Weil so gehen die ja auf. Das ist schon richtig so. Kann aber nicht. Nee, es muss einer frei bleiben. Das kommt andersrum, das kommt genau andersrum. Nein, guck doch, das ist schon so richtig. Und jetzt kommt doch dann. Obwohl, da kommt eine frei. Ne, die Antenne muss dann nämlich auch noch drauf. Hä? Sind die Fensterscheiben gleich groß? Das glaube ich nämlich nicht. Die eine ist größer als die. Die eine ist größer, ja, das sehe ich jetzt gerade auch. Ah, Lego! Aber dann. Stimmt, ist das zu lang hier? Ne, da guckt er nochmal, siehst du? Hier kannst du es auch sehen, dass ein Tick darüber kommt. Ja, da musst du ja noch irgendwas drauf machen, damit das höher ist. Müssen wir auch, ja, ist völlig richtig. Sollen wir da auch? Da ist der Zweier noch. Dieser hier. Sollen wir das ja übersehen? Ja, ja, wir bauen das aus dem Dach da oben, das ist drauf. Da haben wir es. Wir bauen das auf dem Kopf zusammen, wir kriegen das schon hin. Die Türen haben wir nur alle nochmal zusammengeschweißt, um den Effekt des Neuen nicht zu kaputt zu machen. So. Ja! Jetzt kann auch die Antenne drauf. Jetzt kann auch die Antenne drauf. Das Wichtigste von allem, das Radio. Was eigentlich nie an ist, weil sie sich schließlich unterhalten. Doch, ab und zu hatten sie es schon mal an. Wenn sie alleine fahren, ja. Wenn sie alleine fahren, machen sie es an, das ist richtig. So. Ach, von daher. Selten, wenn sie. Selten haben sie es an, ja. Es gibt so eine Folge, wo Homer seine Kids zur Schule bringt, da haben sie es schon mal an. Wo sie über Partie und Partei sprechen. Genau. Ach, die Rücklichter hast du schon. Brauch gar nichts mehr zu machen hier. Ja, die hier. Das Dach. Auch komisch, wird auch komisch zusammengebaut. Was denn? Ich guck mir gerade an, was da passiert beim Dach. Ja, da machst du jetzt eher die andere Seite noch. Ja, also ich hab schon, ja, die drei Stück, genau. Nein, warte. Doch, ist doch richtig. Du musst das so machen wie ich. Diese grauen und dann... Ach so. Ach so, ach so, ach so. Ja. So nicht. Ja, doch zu einfach. Ah, jetzt habe ich verstanden. Und die halben hast du ja schon. Dann kommt der hier rüber. So, kommt das dann auch. Sogar Plutonium ist hier mit bei. Ich weiß nie, ob das Plutonium ist. Bestimmt. Das ist für den Lux-Kompensator. Genau. Richtig. Lux-Kompensator. Die langen Dinger hast du schon. Und meinen vorbereiteten Reifen. Yeah. Gut, dass das schon einer gemacht hat. Ja, sonst könnte es nicht fahren. Da gibt es bestimmt Leute, die modden das und bauen auch in so einen Motor ein. Das wäre cool, ja. Aber dann müsste es passen bis dahin, ne? Ja, ja. Jetzt passt das. Aber wofür ist der Stab? Hä, da ist aber noch so viel übrig. Ja, für draußen, für den Garten, die Schubkarre. Ja, muss ja aber auch erklärt sein.
Da, warte mal. Warte mal. Da, guck, da, Bart haben wir ja. Gut. Bart hast du. Aber ich hab ihn da vergessen zu kleben. Oh nein. Die Schubkarre hast du auch nicht fertig gemacht. Boah, was los mit dir? Guck mal, und die Leiter, dieses Ding hast du nicht fertig gemacht. Oh. Ja. Oh, wir haben einfach eine Seite verschlagen. Ah, guck mal an, das ist ein Reifen für die Schubkarre hier. Jetzt ergibt das auch einen Sinn. Weil im Deutschen macht ja nichts Sinn. Da kommt übrigens auch Property von Ned Flanders drauf. Auch? Mhm. Okay. Hast du wieder mal die Ehre? Mal so kurz rübernehmen wir, was da passiert. Bitte. Kommt ein grünes. Ach nee, oh, genau anders. Das ist beim Auto auch nicht ist, das wundert mich eigentlich. Das ist mit Flanders gehört. Das ist nicht dem Flanders gehört, ja. Wobei ja auch ein Wagen, aber den benutzt er glaube ich nicht so häufig. Wird zumindest seltener gezeigt. So, dann haben wir hier einen Blumenkübel. Ist das nicht süß? Knuffig. Das ist dann auch wieder sowas, wo ich mir denke, das gibt es kein zweites Mal. Wobei, bei Lego Stadt, die Dinger haben ja auch ab und zu mal so Vorgärten. Das stimmt, ja. Da gibt es auch diese Blumengewürz. Ja, die Leiter. Die so. Ja, wir Stadt 2, haben wir zwei grüne Stadt. Ah, da ist auch ein pinker. Was, das sind so Liegestühle. Ja, die darfst du sogar zweimal machen. Ja, einmal habe ich ja schon. Da ist der zweite Blumenpott. Was ist hier? Warte. So, bam. Gartenutensil. Ja, Gartenutensil. Aber was das hier sein soll? Ich denke mal Plutonium. Von seiner Arbeit. Also wenn man das mit den Proportionen vergleicht, wäre es viel zu groß. Da ist sogar Lufteinschlüsse drin. Das kann man auf dem Video jetzt nicht sehen, selbst wenn ich mir Mühe geben würde. Kann ich das dann irgendwo draufpacken? Ja, irgendwie. Und seit wann hat das Auto kein Dach? Das hat kein Dach, ne. Strange. Ja, wahrscheinlich damit man Hummer einfach mal reinsetzen kann. Was mit den Kirschen und den Kelchen und so, die sind alle übrig? Ne, die Kelche gehören hier zu, da kommen die Kirschen rein. Ach so. Obwohl, die sind es ja nicht wirklich viel Cocktails drin, oder? Oh, wie süß! Sehr viel Kleinzeugs. Und ich meine Liegestühle. Ja, sehr viel Kleinzeugs. Die Alkentasche. So, das zeige ich euch mal in Großformat. Den Burschen. Ich krieg noch seine Aktentasche. Ja, die passt doch, die passt doch ins Auto. Ich muss das mal. Oh nein! Wie kann er denn mit Aktentasche Auto fahren? Gar nicht. Kann er denn da sitzen? Nee, muss er ja nicht. Du sitzt, legst ja einfach nur auf diese. So. Ah, das muss ungefähr. Dann muss ich erstmal den Blickwinkel finden. Da! Da sitzt Huma drin im Auto. Und wieder ganz viel Kleinzeug. Kleinzeug ist über, das legen wir an der Seite. Da werden wir gleich mal eine Schüssel für holen. Wie letztes Mal auch. Wie letztes Mal auch. So, und damit hätten wir die erste Tüte. Fertig. Fertig. So, dann sagen wir beide mal schön tschüss. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Die ist jetzt schon lang genug geworden. Und wir dürfen uns auch auf einiges freuen. Also bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Genau.